Jetzt geht es ja darum, dass wir diese Strukturen auf Bongos auch anwenden, die 3-3-3-3-4 und sonstige Konstellation der Dreiergruppen. Die Konakol-Dakite kann ich folgendermaßen aufteilen. Zeigefinger, Daumen und die beiden. Entsteht Dakite. Dakite, 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 Dakite. Jetzt in der Form 3-3-3-3-4. Dakite, 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 dakite. Jetzt gewandert. So hat schon ein Rudiment mit angewendet, der Five So Rough. Ich kann sämtliche Rudiments natürlich auch auf der Bongo anwenden. Flams. Three Stroke Rough. Also alle Rudiments lassen sich auch hier anwenden. Die Form 3-3-4-3-3 würde dann folgendermaßen klingen. Ich kann hier wunderbar die Tabla-Techniken wieder anwenden. Zum Beispiel die rechte Hand in Verbindung mit Floating klingt im Bassbereich sehr voluminös und voll. Sticking rechts, links, links gefloatet. Wunderbare Sprechsilben kann ich hier nachvollziehen und anwenden. Klingt virtuos auf Cajon. Jetzt die Dreiergruppierungen. Hier lassen sich ja gut Flams einführen, die klingen fett. Das war jetzt die erste Konstellation, 3-3-3-3-4 mit Flams. Ich kann es natürlich auch mit dem Singing rechts, links, links spielen. Dakite, 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 dakite. An der Seite, wenn du an der Seite mit der rechten Hand schlägst, machst du das mit dem Zeigefinger? Das wechselt sich, wenn du auch hier wieder Tabla ist, steckt halt einfach drin die Tabla. Ich wechsle oft zwischen Zeigefinger und den Dreien. Merkt es wahrscheinlich gar nicht, ich mache das automatisch. Also es ist nicht nur Zeigefinger. Will ich einen hohen Klang, nehme ich nämlich den Zeigefinger. Das ist die Abstufung Bass, hoher Ton, Bass, Snare, Duck. Und wie gesagt, diese Dreier- und Vierer-Gruppierungen klingen auch hier sehr interessant. Zum Beispiel das Pattern 3-3-4-3-3.